Ja, liebe Leute, hier ist wieder euer Donner und weiter geht's mit dem Mercedes 1113 der 31. So, und wie immer gucken wir uns erst das Heftchen an, dann die Teile, hier, Beutelchen. Und dann schauen wir wieder, was wir bauen können, wird gebaut. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video soweit. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben, ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Und ich würde sagen, fangen wir an, los geht's. So, und natürlich gucken wir uns erst das Heft an. Schauen wir mal rein. Hier auf der linken Seite ist natürlich wieder das Inhaltsverzeichnis. Auf der rechten Seite geht es weiter, die Motorenmontage, und zwar Nummer 5. Hier haben wir 4 seltsame Teile, dann haben wir noch 2 grüne und ein bisschen was Schrauben. Nicht weiter zu bauen, plus eine Seite, ja, schauen wir mal. Die Kurzhaber-Story, Getriebe mit Synchronringen, ist auf der rechten Seite vertreten. Natürlich, ein schönes, ja, wie nennt man das, eine schöne schematische Darstellung. Cool, ne? Viele Seiten, liebe Leute, viele Seiten. Und dann haben wir auf der rechten Seite wieder berühmte LKW-Marken, und zwar AEC, nicht nur Doppeldecker. Ja, die kennt das, die Marke kenne ich natürlich gar nicht, ne? Sagt mir gar nichts, müsste ich mir vielleicht mal durchlesen. Natürlich wieder viele Seiten, viele Bildchen auch, ne? Ups, jetzt habe ich die Zeitung weggeschnippt. Und weiter geht's mit Spezialfahrzeuge für jedes Terrain, und zwar Sonderwagen, Polizei auf Rädern. Aha, okay, ich wusste gar nicht, dass die auch im Bereich LKW zählen, aber okay, wahrscheinlich doch. So, unter der Haube die LKW-Technik, und zwar LKW-Rahmen. Kein Platz für Experimente. Mhm, okay. Müsste man sich auch mal durchlesen. Und hier seht ihr schon wieder einen Ausblick auf die Ausgabe 32. Da geht es so, wie ich sehe, mit 2 Haltern, Auspuffrohr und ein bisschen Konsolen. Mal gucken. Also ist schon ein bisschen was dabei. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal die Teile in dieser Ausgabe an. So, schneiden wir das Teil mal auf. Okay. Vorbeigeschnitten, ist auch nicht schön. So, was haben wir denn hier alles? Ah, also auf jeden Fall ein Metallteil. Und zwar ist das der Getriebegehäusedeckel. Sieht so aus. Ja. Cool. Schön lackiert auch. Und natürlich auch mit den Mercedes-Stern. Ja. Dann haben wir IM-Schrauben. Dann haben wir EM-Schrauben. So, was haben wir noch? Hier unten haben wir noch was. Und zwar haben wir hier 4 solche, ja. Wie nennt sich das? 4 Böcke. Ah, das sind die Böcke zum, wo man dann wahrscheinlich den LKW dann hoch, also oben drauf stellen kann. Das ist Zustand gleich mal mit ausprobieren. Aber irgendwie fehlt hier noch ein Teilchen. Mal kurz gucken, nicht, dass das hier irgendwie weg ist. Hier ist es nicht. Das ist auch nicht. Nö. Ist es hier vielleicht mit drin? Nein. Habe ich das runtergehauen? Ich gucke nochmal nach, liebe Leute. Und dann melde ich mich wieder. Ansonsten müsste ich anrufen. Ne? Ja. Das Teil ist bei mir nicht mit dabei. Okay. So, wir machen aber erstmal weiter mit dem Deckel. Den kann man nämlich schön anbauen. Und zwar haben wir hier einen Bolzen. Hier unten drin haben wir ein, ja, Bolzen mit Loch. Und genau so rum muss es nämlich drauf. Zack. Ne? Und da kommt nämlich jetzt eine EM-Schraube rein. So. Machen wir gleich mal rein. Schade, dass das Teil nicht mit dabei ist. Aber ich werde anrufen, liebe Leute. Und der Grieche ist bestimmt dann nachgeschickt. So, ich guck doch mal. Und dann dürfen wir auch die 4 Böcke ausprobieren. Also bis dahin. So, liebe Leute, hier hat ja auch ein Teil gefehlt. Wissen wir ja, von dem Mercedes 1113. Ich habe den neuen Bolzen bekommen mit, ja, mit Heft. Und jetzt gucken wir mal, wo das Teil hier drin ist. Denn hier
dieses kleine, es ist zwar sehr klein, aber wenn es nicht dabei ist, ist es nicht dabei. Ganz einfach. Und ja, genau. Jetzt ist es da. Und jetzt gucken wir mal, wo das jetzt hin muss. Ich brauche noch ein paar Sträubchen. Habe ich auch da. Ja. So, da schauen wir mal. Wir haben ja unseren Motor hier. Ich mache es ein bisschen näher wieder. So. Und ja, da haben wir hier oben drei Löcherchen. Und da kommt es dann hin. Hier ist es. Und zwar hat man hier hinten ja wieder so ein Loch und eine Spitze. Und da wird es dann einfach hier so raufgesetzt. So. So. Und wird mit einer IM-Schraube befestigt. Mal gucken, ob ich das so hinbringe. Weil das ein bisschen ausgeht. Es geht, die Blöde. So, genau. Und da haben wir es. Das Teil ist dran. Ja. Und unser Motor ist wieder ein Stück gewachsen. Schauen wir mal, was dann die nächsten Ausgaben so bringen. Und ja, ne, also wie gesagt, die Böcke weiß ich jetzt auch nicht so direkt, wo die rankommen, aber das steht ja auch nicht beschrieben. Das werden wir wahrscheinlich dann in den nächsten Ausgaben erfahren. Und das war es dann schon von der 31, liebe Leute. Ja, liebe Leute, die 31 abgefrühstückt. Wie gesagt, das Teil hat ja gefehlt. Ging recht schnell, also 2 Tage war die andere Ausgabe wieder da. Und ja, kein Zwischenstopp. Hachrede, weiter so. Top. Gut. Und ja, wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, ein Abo wäre natürlich nicht schlecht und dann sieht man sich in einem der nächsten Videos hoffentlich auf meinem Kanal wieder. Und ja, ich bin dann jetzt auch soweit raus. Wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Euer Daumen, haut rein.